Hallöchen zusammen. Heute machen wir geheime Materie Nebenmission. Ich bin gespannt. Hab vorher noch gedacht, stell den Wecker aus. Was habe ich vergessen? Naja. Da bin ich ganz am Anfang. Am Kran hier, okay. Jetzt komme ich nicht hoch. Tolle Wurst. Öffne den Safe. Ah, da unten. Ich habe jetzt hätte jetzt noch ein bisschen weiter geguckt am Kran. Zwei, sechs, fünf, acht, oder? Programmierbare Materie. Ich könnte alles daraus machen. Okay. Neuer das Anzug ist der Hammer. freigeschaltet. Ja, sieht cool aus. Muss ich schon sagen. So passt das. Ich muss Danica für den Tipp danken. Okay, das war's schon. Das ging ja zackig. Gibt ja einiges. Na gut, kümmere ich mich später drum. Sei es drum. Aber ich dachte schon, das geht ein bisschen länger. Dann halt Dame, König, was war das? Spinne, Spion, habe ich doch richtig gelesen. Sorry, Mann, ich habe kein Kleingeld. Leute, ich höre verschiedene Meinungen meiner anspruchsvollen Hörer zu Rocks und Sicherheitsfragen. Einerseits, und das leuchtet ein, gibt es hier einige der Bedenken, die ich auch zu Spider-Man habe. Das sind... Na. Was für eine Art, mir zu sagen, dass du Spider-Man bist. Was, wenn du jetzt tot wärst? Ich soll mich schlecht fühlen, weil du mich töten wolltest? Ich will, dass du mich nicht weiter belügst. Du durftest in den Underground, weil ich dachte, dass du es verstehst. Ich verstehe es ja. Was Krieger mit Rick gemacht hat. Roxxon muss büßen. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg, ihn zu schlagen. Du musst mich das durchziehen lassen. Bitte. Ich kann nicht. Ich hab was versprochen. Ich auch. Warum sind wir hier? Wir waren hier mit Dad. Zu diesem Konzert. Sieben Chöre aus sieben Ländern. Weißt du noch? Ghana war am besten. Ghana war nicht dabei. Du meinst Guinea. Also, ich glaube, es war Ghana. Guinea, Belize, Polen, Kuba. Südkorea, Thailand, Venezuela. Hast recht. Hab ich meistens. Meistens. Was? Oh oh. Wino arbeitet für Roxxon. Muss ich den schon wieder reiten? Ja.
Systemfehler und System aus. Ich bin ganz schön enttäuscht. Krieger. Ja. Und er hat immer noch die Maske auf. Hätte ich als erstes mal abgezogen. Dass es nicht leicht wird. Aber du? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide uns einig werden. Wo sind wir? Du bist hinter den Kulissen. Das ist unsere sicherste Anlage. Hier drin geht es ans Eingemachte. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Hm. Als ihr Bruder und ich das Nuform entwickelt haben... Du hast nur deinen Namen aufs Patent gesetzt. Er sagte, dass du nichts kannst, außer anderer Leute Ideen zu verkaufen. Tja, dafür habe ich noch einen Puls, Kleine! Aber genug davon, nicht wahr? Zuallererst werde ich dich jetzt... Wow, das ist großartig. War das ein Abwehrreflex? Oh Mann, echt heiß. Also, ich werde dir diese Maske abnehmen. Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst den Duft hochmoderner Biotechnik. Und weißt du noch, was das für mich riecht, Kleiner? Geld. Ach, natürlich. Sag ich doch. Okay, ich gehe jetzt zum Sport. Heute sind die Beine dran. Quetscht das hier raus, wo mein U-Form ist. Ja? Sonst kann ich die Blase nicht eröffnen. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Ganz ohne Kameras. Muss ja erstmal Kreis um 3 suchen. Wow. Bist du okay? Die wollten dich umbringen. Aber ich hätte mir ja dann die Maske abgenommen, also noch K.O. war. Ich bin ganz schön zäh. Denk dran, Rino steht vor der Tür. Suchen wir einen Ausgang. Roxxon hat Rhino behalten, anstatt ihn der Polizei zu übergeben. Das ist verrückt. Was Roxxon angeht, überrascht mich nichts mehr. Alles okay? Ja, sobald wir hier raus sind. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Was hast du gefunden? Da ist der Ausgang, durch das Büro. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Die Tür ist versperrt. Venom hat die Zelle geknackt. Sollte auch bei der Tür gehen. Wenn ich rausfinde, wo der Strom herkommt. Hallo? Ist offen. Bin schon unterwegs. Bin direkt über dir. Und gehe ich hier oben weiter? Ja, tatsächlich. Die Sicherheitstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind tot. Bestimmt hat Rhino sie ausgeschaltet. Er wollte die Gefangenen verhören. Der andere Typ bringt sogar Spider-Man zum Singen. Da vorne sind noch zwei. Wie haben wir die beiden gefunden? Hat Rhino sie verfolgt? Nein, er ist nur ein willenloser Handlanger. Ein Agent hat uns ihre Position gegeben. Ich schau mich um. Kleiner Tipp. Achte bei Krieger darauf, was du sagst. Er wirkt entspannt, aber er ist jetzt auch nicht. Hab's gemerkt.
Er hat in weniger als einem Monat 3 Assistentinnen verschlissen. Check Umgebung. Warum sollen wir Spider-Man und Tinker eigentlich festhalten? Die sollten sehr nervös werden. Krieger hat immer ein Ass im Ärmel. Er glaubt, sie sind Leben für uns von größerem Wert. Bereich gesichert. Eso me gustó. Warst du schon bei der Plaza eingeteilt? Sie schieben Überstunden, damit sie nächste Woche öffnen können. Ja, ich bin als Nächster dran. Die ganze Zukunft des Unternehmens scheint davon abzuhängen. Suche die Gegend ab. Na, doch nicht. Der da unten noch? Ah, da sind auch noch 2. Ein Problem weniger. Na, der Rest sollte eigentlich so gehen, vermute ich mal. Das sieht ja krass aus. Wir müssen Spider-Man jetzt stoppen. Wo kommen die denn alle her? War wohl doch nicht lautlos genug. Sehr schön. Ich muss anscheinend da rein. Wohl ein Sprachmemo von Krieger. Ich mochte Rick Mason. Im Ernst. Aber mit Sentimentalität kommt man nicht weiter. Vielleicht errichten wir eine Gedenktafel für ihn. Oh, oder wir kaufen in seinem Namen eine Bank. Das würde ihm gefallen. Simon Krieger. Ausgebohrt an Mitgefühl. Ja, definitiv. Mehr Info zu Rhino. Ja, er sagt, dass er den Anzug loswerden will, aber mal ehrlich. Der Metalleinteiler ist der einzige Grund, warum die Leute ihn kennen. Verbessert seine Rüstung. Wir helfen ihm, Spider-Kid zu erledigen. Dann wird er ihn behalten wollen. Dieser Kerl manipuliert alle und jeden. Hey, Roxxon stiehlt dein Zeug. Du auch, was man so hört. Besten Dank dafür übrigens. Notizen zu Roxxons unabhängigen Vertragspartner. Wir brauchen jemanden von außen, der Tinkerer und Spider-Man verfolgt. Tombstone schaltet aus. Black Cat ist jetzt sauber. Vorerst. Was ist mit dem lila Typen? Wo ist er hin? Wie ist er noch? Oh, ja. Ja, perfekt. Der lila Typ? Das ist doch nicht... Oh, nein. Dann wollen wir noch was? Nö. Überschreiben aktiviert. Da ist ein Sprachmemo drauf. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir Ihnen? Unser Mann im Raft bereitet ein spezielles Freigängerprogramm vor. Sagt der Polizei, Rhino macht gemeinnützige Arbeit. Dass Sie damit davongekommen sind? Tür ist entriegelt, aber du musst sie aufbrechen. Alles klar.
Okay, ernsthaft. Wieso Tinkerer? Es ist ein Spitzname von Rick. Wenn wir in der Werkstatt gearbeitet haben, hat er mich immer kleine Bastlerin genannt. Weiß auch nicht. Ich denke dadurch an ihn. Das wusste ich gar nicht. Schöne Geschichte. Tja. Sie gehen erst, wenn ich meine Uniform habe. Ich sollte gar nicht hier sein. Dein Schläger sollte sich nur das Mädchen schnappen. Ja, das gefällt dir nicht. Aber weißt du, Spider-Man ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. Zusammen. Ich meine, du hast sie gefangen, aber dank deiner Infos. Also, läuft da doch irgendwas mit den beiden. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst. So väterlich. Lass Spider-Man gehen. Ich hole euer Nuform. Spioniere den Underground aus. Was auch immer. Siehst du? Druckmittel. Funktioniert immer. Mein Spider-Man! Du solltest bedenken, ich weiß einiges. Dass Nuform gefährlich ist. Was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird? Ja, wird es aber nicht. Also hör mal, als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also, wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Aber das ist eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Ja. Bye. Onkel Aaron. Nein. Ja, man kann keinem trauen. Kennst du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Nein, das. Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich verpfeift? Ich glaub's nicht. Du hast mich in eine Falle gelockt. Warum höre ich dir überhaupt noch zu? Finn, nein. Es muss eine Erklärung geben. Ich wusste nicht, dass das passiert. Spaß dir einfach. Los, gehen wir weiter. Kriegst du das auf? Ja, klar. Wie hast du die andere Tür aufgemacht? Kriegst du das nochmal hin? Alles abriegeln. Das ist der Kontrollraum, in dem wir müssen. Also müssen wir an den Rolltoren vorbei. Hier ist ein Wartungsfeld, aber es braucht Strom. Mal sehen, was ich tun kann. Das muss an einem Generator. Hallo? Okay, lade den Generator auf. Nur ein bisschen Wenne, dann haben wir Strom. Wo ist er denn? Warum mach ich das hier? Ich brauch dich da unten, bei den Maschinen. Aha. Wo ich reingekommen bin, war ein Generator. Ah, da. So, du hast Strom. Ich versuch's. Ich kann die Rolltore nicht kurz schließen, nur Maschinen bewegen. Den Kran zum Beispiel. Vielleicht nutzt uns das was. Ich sehe mich um. Hier bauen sie Motoren für ihre Transporter. Nee, so nicht. Hey, ich kann den Kran hoch und runter fahren. Bringt das was? Ja. Was doch noch nicht wie, aber. Vielleicht hilft der Kran uns weiter, irgendwie. Ja. Hey, der Kran ist jetzt über dem Motording.
Mutterding. Ich habe eine Idee. Kannst du den Kran wieder zum Fließband bewegen? Ja, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Okay, der Laser sollte den Motor aktivieren. Mist! Laserkurzschluss! Ich kann den Strom umleiten. Okay. Cool. Die Netze leiten Elektrizität. Nur ein kurzer. Der Laser funktioniert. Mit einer neuen Stromquelle. Über die Knoten geht's, wenn ich Strom finde. Dann müsste eigentlich noch irgendwo ein Knoten sein. Mit den Knoten und ein paar Netzen kann ich Strom zum Laser umleiten. Ja, ich suche aber noch eine Knoten. Was ist denn Weg? Ich weiß, dass das ein Weg ist. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es wegkriege. Da ist ein Knoten am Kran. Jetzt hat's sie gemacht. Alles klar. Schalt den Laser ein. Ein Laser, bitte sehr. Perfekt. Wenn ich den Motor überlade, wird er explosiv. Und explosiv ist gut, wenn wir die Rolltore zerstören wollen. Runter! Ja! Los jetzt! Hast geschafft! Okay. Da kommen wir raus. Gib mir ein paar Minuten. Sie wissen, was wir vorhaben. Kein Wunder. Es gibt nur einen Ausgang. Okay. Ich kümmere mich um die Wachen. Du machst diese Tür auf. Eins noch. Hast du je überlegt, mich anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist? Weißt du, nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Finn, ich... Mach die Tür auf! Das hält nicht ewig! Geh! Ich komm klar, geh schon! Mit den Lampen am Helm erkennen Wärmesignaturen. Sie sehen dich auch, wenn du unsichtbar bist. Okay. Wie viel aus ihrer Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Vermutlich Millionen von Dollar an Schwarzgeld. Mach den Weg frei. Ich überbrücke die Sicherheitsvorkehrungen. Dann geht's raus. Ich habe immer noch Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. Verdammt. Klar da drin? Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft. Sei vorsichtig. Das gibt blaue Flecke. Gerechnet. Ja, dann.
Okay. Okay, das hätte ich wahrscheinlich besser nutzen können. Ja, schnell genug da. Einfacher als ich dachte. Keine Antwort. Checkt seine Position. Ja, Sir. Wird gemacht. Ohnmächtig sehen Sie so friedlich aus. So, Position gescheckt. Und da drüben ist noch so ein Ecken hier. Das war's. Und da unten ist noch so ein Ecken hier. Vertraust mir nicht. Du hast recht, tue ich nicht. Aber wie können wir das ändern? Hör auf, mich zu hintergehen. Und tu nicht so, als hätte ich das nicht durchdacht. Niemand wird verletzt, wenn ich die Plaza sprenge. Niemand außer Roxxon. Du weißt, sie haben es verdient. Gut. Versprich mir, dass wir darüber reden. Ich werde auch zuhören. Gut zuhören. Ich habe mich entschieden, Miles. Finde dich endlich damit ab. Dann muss ich dich aufhalten. Dann musst du dich abfinden. Siesta-Zeit. Du musst schneller sein. Okay, dann jetzt nur noch die zwei da unten. Ich glaube, ich habe eine Idee. Echt? Und alles leise? Bin ja Wahnsinn. So, jetzt muss ich noch rausfinden, wohin ich muss. Ich glaube, ich habe es gefunden, oder? Ne, da geht's nicht rein. So läuft da jetzt noch mal einer rum. Dieser Sektor ist sicher. Ja, so. Kommst du? Die Türen sind verriegelt. Ich finde einen anderen Weg. Na, um. Ne, ich wusste doch, dass es da lang geht. Mano. Was, wenn wir Ricks Tod öffentlich machen? Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei Maskierten den Leuten reicht. Es muss irgendwie gehen. Da ist der Ausgang. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle nur vom Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name.
Das kann Roxxon vernichten. Shit! Gefällt dir der neue Look? Immun gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist dein Ende! Fahren wir spazieren? Wir müssen die Panzerung knacken! Hey, halt das mal bitte! Du bist ein würdiger Gegner! Ich schenke dir einen guten Tod! Oh. Einen guten Tod? Das kann man wohl irgendwie als Kompliment deuten! Oh, L3? Was war denn da mit L3? Nieder. Ich glaube, da brauche ich mehr wie einen Versuch. Das stimmt wohl. Okay. Verdammt. Ihr seid zu zweit, hm? Kein Problem für mich. Verdammt. Ich töte Spider-Man und Tinkerer. Roxxon wird sich freuen. Okay. Oh. Oh, fuck. Sag mal, der hat mich nur einmal getroffen jetzt. Na, sehr schön. Ihr seid zu zweit, hm? Kein Problem für mich. Huh.
Ich töte Spider-Man und Tinkerer. Roxxon wird sich freuen. Oh. Wird schon wieder langsam eng. Wenn ich die Motoren auflade? Motoren aufladen? Hab doch auf der Ausweichen geklickt, verdammt. Füll den noch auf! Ihn erledigen! Für immer! Ich werde ihn nicht töten! Sowas machen wir nicht! Sag mal, wieso gehen das jetzt nicht? Was war denn die Scheiße? Also ich brauche wahrscheinlich erst wieder Energie. Ne? Okay, jetzt bin ich glatt, glaube ich. Roxxon lässt euch niemals gehen. Du gehörst mir! Au! Ich glaube, das war wie noch nicht so ganz. Krieger hat Pläne mit euch, Kinder! Deine Rüstung ist ziemlich ramponiert, Rhino! Okay, jetzt muss ich wieder aufladen. Langsam wird's! Seine Rüstung wird schwächer! Das ist nur Ober! Warum klingst du dann so müde? Immer noch nicht? Du machst mich wirklich rasend. Das war schön. Scheiße. Immer noch nicht. Oh. Alles klar. Oh.
Dino, du gehst mir auf den Keks. Kann ich jetzt endlich? Nee, immer noch nicht. Was zum Verkloppen. Verdammt. Da machst du mich wütend, Kumpel. Jetzt? Da kann man einen Bräuner noch. Yeah.
Das war jetzt echt gemein. Mal schauen, ob wir es diesmal jetzt hinkriegen. Toll. Oh, ich hab die Pfeilchen auf die Fresse gehauen. Wie lange denn noch? Trophäe erhalten, explodierender Bulldozer. Warte. Und pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Bin gleich zurück. Kriegers Daten werden Roxxon vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. War sehr amüsant. Klappe. Er hat auch gesagt, es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen. Er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlem. Du musstest zuschauen. Hilflos. Nein, nein, nein! Herz zur Hölle. Steckt eine Menge Wut in der Frau. Du hast die Brücke gesprengt! Mein Land wird!
Beim nächsten Mal töte ich dich. Du gehörst zur Familie. Meine Familie ist tot. Tja. Genki, ich brauche Hilfe. Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Okay. Miles? Wo bist du? Pero qué pasó? Was hast du da? Naja. Jetzt gibt's Ärger im Lande. Ich bin Spidey. Finn greift die Plaza an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt? Du hättest dir nur Sorgen gemacht. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein. Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. Dann geht's weiter. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Naja. Ich werde das regeln. Für uns alle. Deine Mom hat geschrieben. Sie evakuiert das Haus. Danach will sie im Block mit den Leuten weitermachen, die nahe bei der Plaza wohnen. Wirst du helfen? Na klar. Sobald ich Finns neues Nuform-Lager finde. Was auch mit Harlem passiert. Ich hoffe, unsere Wohnung übersteht es. Startet da jetzt gleich eine neue Quest, wenn ich das, ein neuer Abschnitt, wenn ich das mache? Das ist halt die Frage. Das sieht jetzt wirklich wie Moms Zimmer aus. Okay, ich mache an der Stelle erstmal einen Break. Stunde ist ja fast voll, muss auch weg. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.